Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu einem weiteren FAQ, was ich monatlich am ersten Samstag hochlade. Falls du eine Frage an mich hast, egal ob zur Formel 1, zu meiner Person oder zu meinem Kanal, stell sie mir mit dem Hashtag FragMike davor. Heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite, nämlich den leidenschaftlichen Twitch-Livestreamer Cookie. Moinsen! Ja, moin, was geht ab? Ja, sein Twitch-Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung. Besucht ihn gerne mal und supportet ihn. Im Hintergrund seht ihr übrigens Ausschnitte vom Italien Grand Prix, den wir am letzten Mittwoch gefahren sind. Die Antworten sind unsere Meinung, die ihr nicht unbedingt teilen müsst. Antworten zu den Fragen gerne in die Kommentare. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die kommt von xxjonasxx. Hashtag FragMike. Fandest du die früheren Startzeiten, also 14 Uhr, oder die jetzigen Startzeiten, also 15.10 Uhr, besser? PS, bist der beste YouTuber, mach weiter so. Dankeschön für das nette Kompliment. Also, ich fange da mal an. Also, mir ist das ehrlich gesagt total egal. Es sind 70 Minuten. Was macht das schon aus? Also, ich werde es überleben. Küki? Ja, also, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich denke, als Fan nimmt man solche kleine Änderungen einfach hin, ne? Also ich finde es jetzt, wie du auch sagst, ich finde es nicht schlimm. Mir passt. Okay, wunderbar. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Finalki11. Hashtag fragt Mike, wie wäre es, wenn die Fahrer in der Reihenfolge starten, in der sie das letzte Rennen beendet haben? Würde doch Spannung durch Ausfälle wie bei Mercedes in Österreich bringen, oder? An sich ja schon, aber wir wissen, dass Mercedes dann mit Bottas und Hamilton durchs Feld flügen würde, wie zum Beispiel Vettel in Frankreich. Und Ferrari und Red Bull, ja, die würden auf jeden Fall kämpfen. So sehe ich das. Also an sich muss nicht unbedingt sein. Cookie, was meinst du? Wenn ich es richtig verstehe, meint er ja, wenn er zum Beispiel im Vorderraum, sagen wir mal, er gewinnt jetzt Rennen, ja, der Hamilton, dann startet er beim nächsten Rennen auch wieder von der Pole dann quasi, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Genau, genau. Für mich würde das eher keine Spannung bringen. Mir würde es mehr Spannung bringen, wenn so Top-Teams zum Beispiel eher von hinten starten würden. Also wie das war, glaube ich, meine Frage letzte Woche beim letzten FAQ. Ja. Wenn man bei dem Qualifier quasi Erster wird, startet man quasi beim Rennen dann in umgekehrter Reihenfolge, also quasi von hinten. Das würde mir persönlich mehr Spannung bringen. Tja, Finalki, da hast du die Antwort. Die nächste Frage kommt von Florian2711 mit einer etwas außergewöhnlichen. Hashtag fragt Mike, wie würdest du es finden, wenn alle Fahrer im selben Team fahren? Cookie, da kannst du mal anfangen. Ich weiß nicht, ich würde es ziemlich komisch finden, weil ich denke, der ganze Ehrgeiz mit seinem eigenen Team vor allen Dingen zu gewinnen, ist ja dann gar nicht mehr gegeben, weil ja alle ja sowieso fürs Gleiche fahren. Stelle ich mir halt schwierig vor wegen Sponsoring und so, also viel weniger Sponsoren wahrscheinlich, weil man ja gar nicht so viele braucht, um ein Team zu unterhalten. Ich weiß, ich finde es komisch, um ehrlich zu sein. Da schließe ich mich an, also dann hörst du doch mal meine Sicht. Ich finde es sinnlos, da ist die Konstrukteurs-WM und der Konstrukteurpokal ja völlig sinnlos, also das würde komplett entfallen. Kein Team baut 20 Boliden, also da müsste man ja gefühlte 5 Millionen Mitarbeiter haben, die das Ganze machen, und das wären absolut immense Kosten, die kein Team der Welt tragen könnte. Die nächste Frage kommt von Luke Gaming TV. Hashtag fragt Mike, würde es Sinn machen, doppelt so viele Strecken zu fahren, dafür aber jede Woche? Es gibt dann aber eine Herbst- und Winterpause. Cookie, fang du bitte an. Also ich halte davon nicht so viel, weil sich ja auch einige Teams jetzt über die 3 Wochen schon beschwert haben, dass es einfach viel zu viel Aufwand ist, halt diese Paddock und so im Hintergrund aufzubauen, abzubauen. Red Bull hatte, glaube ich, am Red Bull Ring das vorhandene MotoGP-Paddock, glaube ich, genutzt gehabt, wenn ich richtig informiert bin, weil sie einfach gar nicht die Zeit gefunden haben, das richtig schnell aufzubauen. Ich glaube, das ist nicht so viel Sinn mehr. Und doppelt so viele Strecken, man nimmt dem Fahrer da wirklich sehr viel ab, ne? Also so ein bisschen Pause zu haben, tut dem Fahrer halt ganz gut. Man muss ja abschalten, wieder mentale Kraft sammeln und so, ne? Ich würde es nicht gut heißen. Ja, ganz genau, so sehe ich das auch, weil wir sind hier nicht beim Nesca, wo sie auch wirklich jede Woche fahren. Erstmal logistisch überhaupt nicht zu packen, da würde DRL selbst an seine Grenzen kommen. Und auch die Fahrer, die Mitarbeiter, die Ingenieure, die gesamten Teams, wie Cookie schon richtig sagte, man müsste die Homes da, die Motorhomes dann halt wieder auf- und wieder abbauen. Cookie hat schon richtig gesagt, Red Bull hat beim Österreich Grand Prix das KTM MotoGP Home genutzt. Also das würde ehrlich gesagt nicht klappen. Ob es jetzt eine Herbstpause gibt, nein, also ich halte davon wirklich nichts. Eine Winterpause gibt es so oder so. Die geht ja von Ende November bzw. Anfang Dezember bis März, wo ja auch die Fahrzeuge halt entwickelt werden. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Mitsu Zero. Hashtag fragt Mike, was meinst du, wann wird Fernando Alonso aufhören? Denkst du, er wird bzw. könnte noch einmal um die WM mitfahren? Da fange ich mal an. Der hört safe diese Saison auf, da er gegen die Besten der Welt fahren möchte und um Siege und um Titel und sowas. Und das kann McLaren mit seinem Renault-Antrieb definitiv nicht machen. Zumal sie auch gesagt
haben, dass der Renault angetriebene McLaren schlechter ist als der mit Honda aus dem letzten Jahr. Also ich denke mal, nein, der hört definitiv auf. Cookie, was meinst du? Ich glaube auch, dass bei ihm mittlerweile so eine Grenze erreicht ist, ne? Wie lange fährt er jetzt da? 4 Jahre? 5 Jahre für McLaren? Seit 2015. Ach, okay, ja gut, dann ist es jetzt das 4. Jahr, glaube ich, ne, wenn ich rechne. Ja. Also ich meine, irgendwann ist ja wirklich so eine Grenze erreicht bei einem Fahrer und er sieht halt auch wirklich so aus, als ob er wirklich aufhören möchte. Und man weiß ja von ihm, dass er eh seinen Hattrick machen möchte. Ich denke, dass er da seinen Fokus drauf legen wird nach der 18er Saison. Vermute ich mal, also meine Meinung. Das sehe ich genauso. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Dietrichs Mietrichs LP. Erst einmal cooler Name, habe ich so auf YouTube auch noch nicht gesehen. Und der stellt gleich 3 Fragen auf einmal. Okay, alles klar. Also, Hashtag fragt Mike. Erstens, besitzt du eine Videospielkonsole? Gut, Kücki kann da nicht wirklich beantworten, da springe ich mal ein. Ich hatte meine PS2, die habe ich aber an meinen Bruder verkauft. Aber bei 2, da kann er mir helfen. Welche Motorenhersteller wünschst du dir in der Formel 1? Kücki, fang du an. Boah, also ich würde mir 2 deutsche wünschen. Audi vor allen Dingen und Porsche. Ja, also Porsche wäre geil gewesen, aber das klappt ja nicht wegen dem 2021er Motorenreglement. Das geht ja leider nicht. Die sind abgesprungen, ganz genau. Ich habe noch 3 weitere. Jaguar, die waren ja schon mal drin, aber es ist ehrlich gesagt egal. Lamborghini wünsche ich mir dabei und die waren auch schon mal dabei. Toyota. Die würde ich mir auch nochmal wünschen, weil wir haben ja zurzeit nur 4 Motoren. Mercedes, Ferrari, Renault und Honda. Ja? Ich hätte sogar spontan noch einen. Nissan wäre vielleicht auch noch interessant. Oh, gute Idee. Ja. Also noch ein Japaner. Stimmt, das wäre auch was, ja. Okay, und jetzt kommt er zu einer Frage, die habe ich so auch noch nicht gesehen. Wie würde dein Formel-1-Team aussehen? Name, Fahrer, Testfahrer, Motor, Teamchef, Aussehen, Wagenfarbe und vielleicht auch noch Sponsoren. Kücki, da startest du zuerst. Was den Namen angeht, vielleicht ein bisschen altbacken. Ich würde es einfach Kücki Motorsports nennen. Also so nach meinem eigenen Teamchef wäre natürlich auch der Kücki, also ich. Aber ja, Fahrer hätte ich sehr gerne 2 Junge. Leclerc und Verstappen würde ich gerne für mein Team haben. Als Testfahrer den Mick Schumacher. Also ich würde so aufs junge Klientel hinausgehen. Mhm. Und als Antrieb hätte ich Tatsache auch den Mercedes aktuell, weil man muss halt sagen, ist halt schon stark, auch wenn Ferrari die Saison wirklich sehr, sehr gut mithält. Aber was einfach die Langlebigkeit angeht, ist Mercedes halt immer noch sehr stark dabei, ne? Und mein Aussehen wäre, ein Grün wieder mit ins Feld reinbringen. Ein Grün-Grau, ja. Ah, alles klar, dann sage ich dir jetzt mal meine Version. Achtung, die wird lustig. Name, keine Ahnung, Racing. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich mein Team nennen soll. Weiß ich nicht. Kücki Motorsports bei dir gefällt mir ziemlich gut. Was die Fahrer angeht, habe ich die Ersatzfahrer genommen. Also, wenn ich jetzt mein Formel-1-Team vorstelle, ne, kann ich ja nur auf sozusagen auf Fahrer zurückgreifen, die ja jetzt keinen Stammcockpit mit haben. Da habe ich mir Kubica und Wehrlein halt ausgesucht. Als Testfahrer nehme ich den Giovinazzi. Als Motor nehme ich Ferrari. Als Teamchef, der ja zurzeit nicht angestellt ist, nehme ich Stefano Domenicali. Aussehen und Wagenfarbe schwarz-weiß-grün. Eine Mischung so aus, sagen wir mal, Caterham-grün und dem Schwarz-Weiß von Haas Anfang 2017. Was die Sponsoren angeht, da bin ich für alles offen. Egal, ob es jetzt Lidl vom Toro Rosso ist oder AMD vom Ferrari oder Qualcomm vom Mercedes, ist mir eigentlich ehrlich gesagt völlig egal. So, ich hoffe, das konnte deine Frage beantworten. So, kommen wir dann zur letzten Frage. Laser-Jojo, auf jeden Fall schon mal zur Notiz. Bei der Frage hattest du mich, da muss ich eine halbe Stunde suchen, bis ich eine Antwort hatte. Er stellt die Frage. Hashtag fragt Mike. Warum hat Williams den Monitor, wo zum Beispiel der Gang angezeigt wird, nicht im Lenkrad integriert? PS, machst die besten Formel 1 News. Dankeschön fürs Kompliment. Ich fange mal an. Das hat was mit der Designphilosophie von Williams zu tun. Angeblich machen sie das schon länger. Und es hat was mit dem geringeren Gewicht zu tun. Das heißt also besseres und wahrscheinlich auch leichteres Einlenken des Boliden. So wäre zumindest meine Variante, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Kücki, was meinst du? Ja, ich habe nicht so lange recherchiert wie du, weil ich da ziemlich schnell auf Flachland getreten bin und habe mir dann so meine eigenen Spinnereien einfach zusammengesetzt. Ich würde schätzen, dass halt einfach komfortablere Positionen für die Knöpfe entstehen können, um dem Fahrer halt ein einfaches Erreichen der Knöpfe zu gewährleisten. Das wäre jetzt so meine Idee. Ja. Das könnte man so auf jeden Fall auch nehmen. Okay, ja, liebe Leute, das war's mit dem FAQ für den Monat August. Danke erstmal an Kücki, der sich die Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam die Fragen zu beantworten. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Okay, auf jeden Fall. Vergesst nicht, mir mit dem Hashtag FragMike Fragen für den September zu stellen. Ich würde sagen, bis morgen zu einem neuen Video und ciao. Du sollst auch Tschüss sagen. Achso, tschüss zusammen.